Hallo Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu einem kleinen Special-Video, kann man sagen. Ein Video, was in der Form noch nie auf meinem Kanal gezeigt worden ist und auch auf wenig anderen Kanälen gezeigt wird. Und zwar ist es das Spiel Counter-Strike Source. Und die meisten von euch werden es kennen. Counter-Strike Source ist so ziemlich der Vater des Ego-Shooters. Viele sagen auch Counter-Strike 1.6 wäre der Vater des Ego-Shooters, aber ganz ehrlich, also CS 1.6, für alle, die es nicht wissen, ist der Vorgänger dieses Spiels hier. Aber Counter-Strike Source ist auf jeden Fall das Spiel, was heute immer noch wirklich am meisten noch in offiziellen Ligen, wie zum Beispiel MLG oder ESL, gespielt wird. Und das Spiel, was wirklich, ja, jetzt so viele Jahre nach der Entwicklung auch immer noch viele Leute spielen. Oh Gott. Und deshalb würde ich wirklich sagen, Counter-Strike Source ist auf jeden Fall Doppelmord, nicht schlecht. Ist auf jeden Fall das Spiel, was auf jeden Fall viel mehr noch gespielt wird als CS 1.6. Kommt der da jetzt raus? Bitte? Naja, ich dachte mir einfach mal, ich habe das Spiel jetzt lange nicht mehr installiert gehabt, nach der Neuaufsetzung meines, oh Gott, ja, da habe ich ja keine Chance gehabt, nach der Neuaufsetzung meines Computers. Und, jetzt habe ich es einfach nochmal neu installiert und dachte mir, ich bringe es euch doch einfach mal als kleines Special-Video, als 333 Abonnenten-Special, nicht wirklich, aber, und ja, ich war mal relativ gut beim Spiel, in dem Spiel. Nur hab das jetzt schon seit mehreren Jahren, denke ich mal. Ach, so extrem vielleicht nicht, aber seit einem Jahr, glaube ich, nicht mehr gespielt. Granate. Und deshalb bin ich da auch wirklich nicht mehr gut drin. Aber den Kill habe ich jetzt auch gerade bekommen. Nein, ich wollte mit der Deagle ausschalten. Scheiße. Fuck, ey. wär eine gute Runde gewesen, wenn ich den noch gekriegt hätte. Egal. Also für Leute, die Counter-Strike Source jetzt nicht so wirklich kennen, für die kann ich ja auch nochmal ein paar Sachen erklären. Also Counter-Strike Source, ihr seht schon, grafisch nicht auf dem Stand von Call of Duty, auch wenn Call of Duty jetzt nicht wirklich eine wahnsinnig gute Grafik hat. Aber dieses Spiel ist eben ein Spiel von 2004. Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, es ist 2004 rausgekommen, naja. Ja, und ist halt, wie gesagt, so der Vater des Ego-Shooters. Ist, produziert worden von der Firma Valve. War ursprünglich nur ein Mod von dem Spiel Half-Life 2. Oder, Half-Life 2. Aber war so erfolgreich als Mod, dass irgendwann auch als Auskopplung, als Einzelspiel gab. Und, es basiert eben auf der Source Engine, die eben durch Half-Life 2 eingeführt worden ist. Ja, geht da durch. So. Ah. Okay. So, dann haben wir noch schon mal zwei. So, noch ein Headshot. Das Spiel ist wirklich auf jeden Fall ein Spiel, was sehr viel Skill erfordert. Das muss man wirklich sagen. Also, es gibt hier keine Extras, keine
keine sonstigen irgendwelchen Hilfsmittel, die es einem erleichtern könnten, irgendwelche Kills zu bekommen oder gute Gameplays zu bekommen, sondern das ist wirklich die Urform des Ego-Shooters, das ist wirklich die Urform von Gun on Gun. Ah, das war richtig schlecht. Naja, wenigstens habe ich ihn letztendlich noch. Komm, scheiße! Fuck! Ah, schade. Egal, 7 zu 3 ist ganz gut. Ja, und wie gesagt, es gibt wirklich die richtigen Pro-Gamer, befinden sich da in nationalen und internationalen Ligen. Sowas von MLG, also Major League Gaming, oder auch ESL, was die europäische Liga ist. In beiden Ligen. Oh, fuck. Da habe ich keine Chance. Oh, ist ein Freund. Ja! Was dein Freund an der Ecke gemacht hat, weiß ich auch nicht, aber egal. Ja, also es wird viel in nationalen und internationalen Ligen noch gespielt. Es ist ein Spiel, was sehr viel Skill erfordert. Da gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel Flickshots oder sowas, wo dann Leute auch Reaktionszeiten von 0,2 Sekunden aufweisen müssen, um so schnell wie möglich auf den Kopf von Gegner zu zielen. Und ja, ein paar Rahmeninformationen zu dem Spiel. Es gibt ja eigentlich nur zwei Spielmodi. Nämlich einmal Hostage Rescue, wo, also es sind immer Counter-Terroristen gegen Terroristen, und es gibt entweder Hostage Rescue, wo die Terroristen eben Geiseln halten und die Antiterroristen müssen diese Geiseln in eine Zone eskortieren, und den Modus, ja, keine Ahnung, wie der heißt, halt Bomben legen, was ähnlich ist wie, Suchen und Zerstören. Nämlich, dass die Counter-Terroristen, die Terroristen müssen eben Bomben legen und die Counter-Terroristen müssen das verhindern. Und in beiden Modi hat jeder Spieler nur ein Leben. Das ist so eigentlich normal in Counter-Strike, dass jeder ein Leben hat und wenn alle tot sind, ist die Runde vorbei. Das ist bei beiden Modi so. Und das sind eigentlich so die Urformen und diese Modi hängen eben davon ab, auf welcher Map man spielt. Das heißt, jede Map hat einen bestimmten zugesicherten Modus. Das heißt, anders als in Call of Duty kann man nicht wählen hier Modus auf der und der Map, sondern jede Map hat seinen eigenen Modus. Das hier zum Beispiel ist eine Map, die für Hostage Rescue vorgesehen ist. Und ja, so viel eigentlich dazu. Was dieses Spiel aber auch bei nicht nur eben ja, Competitive-Spielern, also Leuten aus Ligen, beliebt macht, sondern auch bei Casual-Gamers, bei Casual Gamern, ist eben, dass es hier Mods gibt. Ja, das heißt, es gibt sowas wie Zombie-Mods und so weiter. Ja, fail. Scheiße, nicht genug Geld. Dass es hier eben Mods gibt. Es gibt Mods für verschiedene Game-Modi und außerdem gibt es auch Map-Editoren. Das heißt, man kann sich hier selber... Warum ständig? Bitte seh mich nicht. Bin ich tot? Oh, shit. Einfach mal gesprayt, was das Zeug hält. What the fuck? Ja, wo hat der sich denn jetzt hin teleportiert? Den hätte ich ja sowas von kriegen können, den Jungen. Oh Mann, Alter. Naja, wie auch immer. Und es gibt auch Map-Editoren, wie ich schon gesagt habe. Da gibt es den Hammer Map Editor, wo man sich eigene Maps kreieren kann. Und diese beiden Sachen gewährleisten eben, dass die Langzeitmotivation mit diesem Spiel auf jeden Fall gegeben ist. Und auch die Tatsache, dass es sehr viele Skills erfordert und dann auch wirklich meistens die gewinnen, die auch wirklich richtig gut sind, ist halt eben, ja, bringt diese Langzeitmotivation. Und dann bei den Mods gibt es zum Beispiel sowas wie Gun Game, wo dann auch, ja, also Gun, Leute, Gun Game ist keine neue Idee von Black Ops gewesen, ganz sicher nicht. Gun Game gab es in Counter-Strike Source schon Jahre, bevor
bevor Black Ops rausgekommen ist, als Mod. Also das ist wirklich keine neue Idee, müsst ihr wissen. Wie ist der nicht tot? Oh mein Gott, ich bin so schlecht, ich bin so eingerostet. Und vor allem ist die Waffe schlecht, die ich da gerade in der Hand hatte. Naja, wie auch immer. Ja, ihr habt jetzt so einen Eindruck von Counter-Strike Source bekommen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen eingerostet. Es kann in Zukunft auch mal anders aussehen. Ich werde in Zukunft auch ab und zu mal so Counter-Strike Source bringen. Vielleicht auch mal mit meinen Abonnenten, die dieses Spiel haben, zusammenzocken. Stelle ich mir ganz lustig vor. Und ansonsten, ich würde sagen, spielen wir jetzt noch nach dieser hier eine Runde. Und dann verabschiede ich mich auch von euch. Aber dann wollen wir doch mal sehen, ob hier unser Kollege die Hostage rescuen kann. Und eben die Hostages, wie ihr schon seht, die kann man durch die Interaktionstaste auf E zu einer Hostage Rescue Zone bringen, aber wenn man natürlich vorher alle Spieler ausschaltet, dann hat man auch schon ohne das zu machen gewonnen. Deshalb ist das jetzt nicht wirklich Pflicht, das zu machen. So, hier ist es jetzt ganz wichtig, auf den Kopf schon zu zielen oder da, wo der Kopf von den Terroristen sein wird, zu zielen. Denn der Kopfschussmultiplikator ist in diesem Spiel noch heftiger als in jedem anderen Spiel. So, da habt ihr es gesehen. Er hat wirklich in zwei Schüssen oder einem Schuss in den Kopf, war der schon tot. Und wenn man auf den Körper schießt, kann das gerne schon mal, mehr als ein Magazin beanspruchen. Nein, och du Wichser, echt. Gut, egal Leute, ich hoffe, dieses kleine Video außer der Reihe hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr zu Counter-Strike wissen wollt, schreibt eure Fragen in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Anti.